So, hallo, da bin ich wieder mit der zweiten Hälfte von Wie funktionieren eigentlich Online-Communities? In der ersten Hälfte habe ich nur über Ökonomie geredet. Das ist vielleicht ein bisschen überraschend für einige, aber in meinen Augen das Wichtigste, um zu verstehen, wie Online-Communities funktionieren. Falls Sie die erste Hälfte nicht geguckt haben, ich bin Christoph König, leite Digitalisierung und Vernetzung bei der Deutschen Gesellschaft für Qualität. Und jetzt, in dieser Hälfte, erzähle ich Ihnen über die ganzen anderen Aspekte von Online-Communities, wie die funktionieren, wie ihre Dynamik ist. Und dafür schalten wir wieder rüber zur Präsentation. So, was habe ich bisher erklärt? Ich habe erzählt, dass Online-Communities Informationsgüter, keine materielle Güter herstellen, dass das Peer-Produktion ist, das heißt eine vernetzte Produktion von Usern für Usern, keine industrielle, zentral gesteuerte. Und dass bei offenen Communities diese Produktion allmendebasiert ist, zum Beispiel Open Source, Copyleft, Creative Commons, aber es ganz viele eigentumsbasierte Modelle gibt. Diese Frage, wer hat eigentlich die Kontrolle über die Inhalte, die ist ganz spannend und die sollte man sich sehr genau angucken, wenn man sich eine Community anschaut. Das ist hier jetzt ein Aspekt, nämlich wem gehören die Sachen, die erstellt werden. Das steht dann in den AGBs und Datenschutzbestimmungen. Was darf der Betreiber der Community mit ihren Daten, mit den Spuren, die sie hinterlassen, machen? Und was dürfen Sie dann noch damit machen? Und die andere Frage ist, wie wird die Arbeit organisiert? So, wir gehen jetzt in diesen Bereich rein. Das Erste, was man erkennt, wenn man sich so eine Community jetzt hier als Graph dargestellt anschaut, ist die Art der Vernetzung. Da sind sehr viele verschiedene Akteure miteinander vernetzt. Manche sind sehr stark in der Mitte, die sind sehr, sehr stark miteinander vernetzt. Und andere sind mehr so am Rand und hängen nur irgendwie so ein bisschen dran, sind vielleicht auch nicht so aktiv. Das ist eine Struktur, die findet man in allen großen Online-Communities, sei es dem World Wide Web, also dem Netz der Seiten, die Sie mit Ihrem Browser anklicken können, oder in der Blogosphäre, oder in Twitter, oder in Facebook, oder in Open-Source-Communities, oder was auch immer. Und das ist eine Vernetzung, die ist auf der einen Seite sehr redundant, das heißt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, irgendjemanden zu erreichen, Leute haben verschiedene Kontakte zu anderen Leuten, aber sie ist trotzdem relativ stark konzentriert. Also es gibt Akteure, die können sehr, sehr stark beeinflussen, was irgendwo im Netzwerk passiert und andere, die können das weniger. Und je größer diese Netzwerke sind, desto verschachtelter ist diese Struktur. Das heißt, man findet dieselbe Struktur weiter drinnen, nochmal und manchmal noch weiter drinnen. Das ist wie so ein Fraktal. Und erst wenn man in so einen Bereich kommt, der ich sag mal so Familiengröße hat, Großfamiliengröße, dann werden die Vernetzungen weniger zentralisiert und da sind dann alle, wie in so einer Clique, alle gemeinsam miteinander vernetzt. Und nur weil es diese Struktur gibt, können Millionen von Menschen in großen Communities irgendwie miteinander vernetzt sein, ohne von allen was zu wissen, weil sie nur von ihrer kleinen Welt was wissen und von ein paar Leuten aus der größeren und vielleicht ein, zwei aus der nächstgrößeren Welt. Weil diese Vernetzung aber redundant ist, weil es da mehrere Doppelungen gibt, bricht nicht gleich alles zusammen, wenn irgendwie ein Akteur aus dem Netzwerk rausfliegt. Wenn Sie mit Communities arbeiten, ist das ganz wichtig, diese Struktur zu finden. Es gibt dann zum Teil Tools, die einem helfen, die Key Players zu identifizieren. Also gerade bei Twitter gibt es Profi-Tools. Aber häufig hilft auch einfach, das zu beobachten und sich ein bisschen anzugucken, wer ist womit vernetzt. Wichtig ist, nicht immer nur nach Menschen zu gucken. Es gibt auch Dinge, Maschinen, Computer oder Sachen, die eine ganz zentrale Funktion haben können. Bei Open-Source-Projekten zum Beispiel ist es das Repository, also da, wo der Code liegt, und der Tracker, wo die ganzen Fehler gesammelt werden und geguckt wird, wer arbeitet gerade woran, was ein ganz, ganz zentrales Tool ist, wo die Leute sich in Bezug zu setzen. Und damit kommen wir auch gleich schon zum nächsten Schritt.
In Online-Communities wird die Arbeit modularisiert und über Schnittstellen geregelt. Nehmen wir ein Beispiel. Sie posten eine Twitter-Meldung, einen Tweet. Und sagen wir mal, Sie haben, weiß ich nicht, 50 Follower. Stellen Sie sich vor, Sie würden jetzt zu jedem dieser Follower in eine 1-zu-1-Kommunikation treten und sich kurz bei denen melden und sagen, hier, hallo, ich habe das hier gepostet, hier, hallo, ich habe das hier gepostet, hier, hallo, ich habe das hier gepostet. Egal, ob der gerade auf Toilette ist oder am anderen Ende der Welt schläft, das funktioniert nicht. Und so ist die Interaktion auch nicht. Twitter vernetzt nicht Menschen mit Menschen. Was sie machen, ist, sie posten einen Tweet und dieser Tweet, der wird an die Timelines von all ihren Followern propagiert. Und schnuckelt sich da an die Stelle ein, wo sie gerade was getweetet haben, wo alle anderen Tweets schnuckeln sich da auch ein. Und erst wenn der User an die Timeline geht, dann sieht er vielleicht ihren Tweet. Vielleicht auch nicht, weil der 2 Kilometer weiter runter gescrollt ist, weil mittlerweile andere Leute was getweetet haben. Das heißt, ein Mensch gibt seine Informationen in ein Artefakt, ein Tweet, und der Tweet redet mit einer Maschine und legt sich in ein anderes Artefakt, und das ist wieder das, womit der Mensch dann interagiert. Und das funktioniert an allen Ecken und Enden so. Und das ist ganz zentral. Diese Vernetzung von Menschen und Dingen und dass die Schnittstellen regeln, was man machen kann und was man nicht machen kann. Und deshalb sind es diese Schnittstellen und die Algorithmen dahinter, die bestimmen, was in einer Community passieren kann und was nicht passieren kann. Und das ist der zweite Aspekt von Offenheit. Es gibt Communities, in denen all diese technischen und sozialen Regeln permanent offen zur Diskussion stehen. Das ist in den meisten Open-Source-Communities so, das ist bei Wikipedia so. Das ist dann auch häufig ziemlich anstrengend, weil mit allen Leuten über Regeln zu reden und darüber zu reden, was macht das denn, wenn wir das Protokoll so und so ändern oder hier eine neue Regel machen oder da ein anderes Tool einsetzen, das kann zu ziemlich nervigen Diskussionen führen. Aber es führt dazu, dass diese Leute letztendlich irgendwie selbst mitbestimmen können, wie sie interagieren. Wenn ihre Community oder die Plattform, die sie benutzen, einem kommerziellen Anbieter gehört, dann lässt er sie in der Regel nicht mitreden. Und relativ offen diskutiert wurde das, als Twitter die priorisierte Timeline eingebaut hat und immer wieder kritisch beguckt wird Facebook, weil die, das, was das angeht, komplett geschlossen sind, sich überhaupt nicht in die Karten gucken lassen und zum Teil halt sehr heftig kritisiert werden dafür. Aber das ist der Aspekt, der bestimmt, was Leute miteinander machen können. So, wir haben also das, eine große Community, die redundant und konzentriert vernetzt ist und wo die Arbeit über solche Interfaces modularisiert ist. Wie kommen Leute da rein? Wie kommen Leute an den Rand und wie kommen Leute in so eine zentrale Position? Und das ist eine Dynamik, die ich Lernen durch Hineinwachsen nenne. An den Rand von so einer Community kann man sich in der Regel relativ leicht andocken. Die haben da relativ simple Schnittstellen für, komm mal irgendwie dazu. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel sich Firefox nehmen, den Open Source Browser, dann laden Sie den einfach runter oder haben den schon vorinstalliert und damit sind Sie schon irgendwie ein Teil dieses gigantischen Netzwerks der Firefox Community, weil Sie dieses Ding benutzen. Und wenn Sie dann auch noch eingestellt haben, ja, wenn mein Browser abschmiert, dann darf er eine automatische Fehlermeldung senden, dann leisten Sie sich schon einen kleinen Beitrag dazu. Setzen sich aber noch nicht wirklich weiter damit auseinander. Vielleicht schreiben Sie aber mal in so eine Absturzmeldung was rein. Vielleicht haben Sie irgendeinen Wunsch oder irgendein Plugin, wo Sie was benutzen möchten und treten mal irgendwo mit irgendjemandem in Kontakt. Der hat dann schon ein Interface für Sie bereit, nämlich ein Forum, wo man ihn erreichen kann. Und so lernen Sie langsam ein bisschen was über diese Community. Und wenn Sie wollen, wenn das Ihnen was bringt, können Sie über dieses mit Leuten in Kontakt treten, mit denen zusammenarbeiten, lernen, wie die miteinander umgehen, immer weiter in die Community hineinwachsen. Dabei gibt es keine extra Kurse dafür, sondern durch das Machen treten sie mit Leuten in Kontakt und die sagen, na, hier probieren wir das oder guck mal, das würde ich das nächste Mal so machen. Und so wandern sie langsam zu einem Punkt, wo sie bis hin zu einem Expertenstatus sich entwickeln können. Es gibt ein Modell für dieses Lernen, das ist Lernen durch legitim periphere Partizipation, legitimate peripheral participation. Also man ist erst peripher, aber dieses periphere am Rand sein ist legitimiert dadurch, dass man jederzeit reinwachsen kann. Deshalb heißt das Modell so, das ist von Leif und Wenger. Auch das kommt in den Links am Ende des Videos, wenn Sie sich damit mehr auseinandersetzen wollen.
Es wachsen natürlich nur ganz wenig Leute wirklich in eine zentrale Position, aber das ist so ein permanenter Nachschub und eine gesunde Community hat so eine Dynamik, wie auch immer die genau aufgebaut ist. Und den nächsten Aspekt von Community-Dynamik, den ich beschreiben will, den nenne ich das Aufspalten bei unlösbaren Konflikten. Hierzu muss man sagen, das ist Teil meiner eigenen Forschung, im Unterschied zu dem ganzen anderen Kram, der noch von ganz vielen anderen Leuten auch so beschrieben wird. Sage ich nicht, weil ich stolz drauf bin, sondern damit Sie das mit ein bisschen Skepsis hören, was ich Ihnen jetzt erzähle. Bei offenen Communities, also solchen, die allmendebasiert, Open Source, Copyleft sind, findet man eine Dynamik, wenn große Konflikte in der Community entstehen. Also wenn Leute in diese Community reinwachsen, bringen die ja ihre eigenen Vorstellungen mit, die vielleicht nicht mit denen vom Rest der Community übereinstimmen. Und das kann an einen Punkt führen, wo Konflikte auftauchen zwischen manchen Leuten, die die Dinge so machen wollen und andere, die die Dinge so machen wollen. Zum Beispiel bei einem Interface, das ihre Arbeit koordiniert. Oder bei der Frage, in welche Richtung entwickeln wir das, was wir hier machen, eigentlich weiter. Und wenn die Communities offen sind, dann erlebt man, dass die sich manchmal aufsplitten. In der Regel gehen denen total ätzende Streitdebatten voraus. Vielleicht haben Sie sowas auch selber schon mal miterlebt. Der Fachbegriff dazu ist Flame War, also flammender Krieg. Und das sind wirklich nervige, aufgeheizte, zum Teil verletzende Online-Debatten, auf was auch immer für ein Medium die Community benutzt. Aber das Ergebnis, wenn man keine Lösung findet, ist dann in der Regel, dass sich die Community aufspaltet. Und wenn das eine offene Community im Sinne von Copyleft ist, dann dürfen die das auch, weil ja diese Copyleft-Lizenzen, die Open-Source-Lizenzen oder was auch immer das ist, sagen, ihr dürft diese Dinge, die wir entwickeln, nehmen und anders entwickeln. Und das ist passiert an vielen Stellen im Internet, wirklich eigentlich immer nur da, wenn es echt kritisch ist. Wenn Sie Inkscape kennen, das ist die Open Source Grafikbearbeitungsprogramm, das ist entstanden aus einem Fork von einem Programm, das SODIPODI hieß, das Sie wahrscheinlich nicht kennen. Oder es gab bei Wikipedia einen Fork, der nennt sich Citizendium. Da, als es bei Wikipedia ganz große Probleme gab, da mit der Frage, wie können wir die Qualität sicherstellen, haben sich Leute abgespalten und haben die Dinge anders gemacht. Die gibt es immer noch, sie sind nicht wirklich groß geworden, aber ganz viel davon hat dann irgendwie dazu geführt, dass sich die Wikipedia-Community anders darum kümmern konnte, Qualitätssicherung zu machen und sich daraufhin weiterentwickelt hat. Diese Möglichkeit, sich abzuspalten, erlaubt dadurch natürlich eine große Freiheit, ein großes Maß an Selbstbestimmung. Das passiert nicht leichtfertig, aber wenn man an einem Punkt ist, wo man sagt, die Art und Weise, wie hier zusammengearbeitet wird, wollen wir nicht, weil das uns nicht möglich macht, so und dieses und jenes zu tun, dann können wir uns abtrennen, ist natürlich eine sehr, sehr großer Freiheitsgrad. Das haben aber nur Communities, die tatsächlich allmendebasiert sind. So. Das ist das, was ich Ihnen an Grundlagen erzählt habe. Wie funktionieren eigentlich Online-Communities? Da ist jetzt nicht bei, was mache ich konkret bei dem und dem und dem Problem. Wenn das klappt, schaffen wir das in der nächsten Session oder Folge vom MOOC tatsächlich in einer Live-Session dabei zu sein. Dann können wir noch mal mehr erzählen, wie wir in der DGQ konkret Communities managen. Wenn man sie denn managen kann. Ich sage immer, man kann sie irgendwie nur füttern und pflegen und wachsen tun sie dann von alleine. Und vielleicht haben Sie Fragen bis dahin entwickelt, die irgendwas mit Ihren eigenen Projekten zu tun haben und wo Sie sagen, ja, diese oder jene Grundlage kann ich anwenden, aber heißt das dann nicht oder an der Stelle habe ich nicht verstanden, was würde das denn bei meiner Community bedeuten oder in dem und dem Fall, wenn ich das und das Problem habe. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns dazu austauschen können. Bis dahin wünsche ich Ihnen noch ganz viel Spaß. Und freue mich aufs nächste Mal. Dankeschön und tschüss.